Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Abend. Es ist schon dunkel, aber auf jeden Fall geht's weiter bei uns im neuen Jahr. Es ist tatsächlich noch das alte Jahr, aber wir machen weiter hier am Civic. Wir machen keine Faxen, wir legen direkt richtig los. Patrick ist da oben, der zieht noch irgendwie sich um oder so. Wir sind auf jeden Fall in der Halle und ich habe gedacht, wir machen heute richtig fetten Sound. Wie ihr sehen könnt, seht ihr einiges an Feuerwerk. Das haben wir hier. Das ist nämlich noch für übermorgen. Aber heute geht es hier um eine NVIDIA G200 Auspuffanlage. Die hat auch TÜV sogar. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das Ding so klingt. Ob das Ding geil wird, ob es lauter ist als original. Weil jetzt habe ich tatsächlich ja unter dem Endschalldämpfer, also am Flansch vom Endschalldämpfer, ein Loch drin. Das haben wir im letzten Video, also im Vorstellungsvideo von dem Wagen, haben wir das gesehen. Ich will jetzt auch mal einen ganz kleinen Soundvergleich machen. Also es ist jetzt einfach nur gefühlt ein bisschen laut, ein bisschen nervig und vom Klang nicht so geil. Aber das wollen wir ändern. Also wir haben jetzt hier, das ist eine Cutback-Anlage. Also wir sehen, die ist komplett, die Cutback, also hier angeflanscht an den Katalysator. Dann haben wir hier noch einen Mittelschalldämpfer plus noch das Endrohr bzw. den Endschalldämpfer. Da bin ich echt mal gespannt, wie geil das nachher klingt. Vor allem wird es auf jeden Fall schon mal tausendmal besser aussehen. Ich finde, das hier ist zwar schon nicht so schlecht, aber trotzdem haben wir diesen JDM-Look dann nachher. Ich bin auch gespannt, ob es nicht vielleicht zu laut werden könnte, weil für die Auspuffanlagen gibt es auf jeden Fall viele Silencer für reinzustecken, wie beim Motorrad. War jetzt nicht dabei. Ich hoffe, ich brauche keinen, weil es nachher vielleicht doch zu laut werden könnte. Der ein bisschen hart ist, so wannabe hart. Bum, 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 bum. Das ist bei 4.500 gewesen, aber unter Last ist der ein gutes Stück lauter, muss ich echt sagen. Was ist das denn ernst? Was denn? Was soll ich denn abschrauben? Haben wir noch irgendwas Ähnliches? Was ist denn was Ähnliches? Also was man da dran... Eine Mutter, die nicht mehr da ist oder was? Ja, ist ja schnell gemacht, wie immer. Oh. So weit habe ich heute geguckt. Haben Ach so, wir, haben ja. Wir, haben wir Schrauben, die... Ey, da ist doch Befestigungsmaterial dabei, Patrick. Inklusive Befestigungsmaterial. Der Auspuff hat 800 Euro gekostet. Da ist ja wieder der Papa Schlumpf hier. Ne? Papa Schlumpf, da ist er, wie er leibt und lebt. Schraubendreher, machen wir Verpackung auf. Was mir aufgefallen ist die Woche, ich habe mir in meinem Leben bisher erst eine Auspuffanlage gekauft und das war eine für die Nissan, für die S13. Da war ich 20 oder so. Da habe ich mir einmal eine Auspuffanlage gekauft, beziehungsweise, ja, das war so ein halbwegs universal England-Auspuff für 190 Euro oder sowas. So ein 3 Zoll Japan-Teil. Und diesmal auch wieder so ungefähr, aber diesmal in qualitativ. Als Markenprodukt. Wie bitte? Achtmal so teuer gefühlt. Ne, 6-mal. Und diesmal sogar mit TÜV, ne? So ändern sich die Zeiten. Aber das ist halt krass, weil sonst bei dem CL500 war Auspuffanlage schon gemacht. Bei den AMGs bisher immer ist die Auspuffanlage schon gemacht. So, Patrick. Wir haben hier 1, 2, 3. Ja, wir haben 6 Schrauben. 2 Loch. Der Rohr bis nach vorne und das ist hier das angeflanscht, bis vorne. Haben wir alle. Dann geht's. Alter, ist das ein riesen Moped, Alter. Das ist ja... Ja, das sind Stehbolzen, aber ist doch egal, oder? Es sind noch Schrauben dabei. Ja, und dann, wie kriegst du... Ja, und dann musst du irgendwie raus. Das ist doch angeschweißt da hinten. Du musst jetzt alles durchbohren. Ach so, und hier den Kopf wegflexen praktisch? Ja, und dann? Und dann hier wegflexen und dann ist doch weg, oder? Dann ist ja gar nichts mehr da. Bist du, wenn du alles weggeflext hast... Ja, scheinbar schon. Ich sag doch... Ach, das ist auch die einzige. Rentner. Eine von drei bewegt sich. Rentnerfahrzeug. Die anderen drei sind alle rund. Nein. Ja, doch. Schon geguckt, oder was? Ja. Gut, ist halt Sauger, ne? 42,5 war das. Ist beim Rost ein bisschen größer geworden. 42,5. So, dann geht's hier weiter. Und hier haben wir. Ja,
60,7, ich denke mal eine 60,5. 18 mm mehr. Wenn das sich nachher nicht anders anhört. Direkt 300 PS mehr. Ich habe in Zwischenzeit schon mal ausgepackt. Also vorderer Teil, was an den Cut angeflanscht wird. Ich muss mal gucken, wie laut die Auspuffanlage ist, weil eigentlich habe ich noch vor, noch einen 200 Zeller Rennkart von HJS zu kaufen. Ist gerade hier in der Gegend bei uns im Saarland einer inseriert gebraucht, aber im fast Neuzustand. Deswegen bin ich mal überlegen. Aber ich will erst mal gucken, wie laut das Ding nachher ist. Also, hier ist Flansch vorne, Mittelschalldämpfer, der schon mal ganz gut aussieht. Dann haben wir hier Endschalldämpfer. Ist für Durchmesser schon ein Ballermann, aber ja, auch von weiter weg sieht es ziemlich klein aus. Das hier finde ich mehr, also mega nice, dass man auf jeden Fall hier diese, diesen Titan-Look hat oder diese Optik. Hier ist es noch praktisch um den Silencer drin oder diesen, ja doch, diesen Muffler, nee, Silencer genau einzubauen. Ansonsten Schweißnähte übertrieben gut gemacht. Wirklich halt maschinell, ne? Aber die Flansche sehen auch richtig cool aus mit diesen, also das sind Gussteile, aber sieht richtig gut aus. Also das von der Qualität ist das auf jeden Fall wirklich Bombe. Da haben wir hier, also E1, das müsste sogar auch Deutsch, in Deutschland die E-Nummer sein. Wie gesagt, hier ist mir noch soweit alles dabei. Sieht schon mal gut aus. Und kann man hier noch draufstehen, High Performance Exhaust Systems. Cut. Das passt so, Herr Wachtmeister, ihr könnt gerne hier gucken, das ist hier alles, das geht hier mit rechten Dingen zu. Ich muss mal noch mit dem TÜV-Prüfer quatschen, wenn der die Eintragung macht, weil nächsten Monat ja TÜV fällig ist. Und dann würde ich ganz gerne direkt schon die Auspuffanlage eintragen. Und ob man direkt auch die, den dB-Wert, also Lautstärke, auch direkt mit eintragen kann. Das wäre natürlich am allercoolsten, dann bist du halt in jeder Stadt auch safe unterwegs. Weil diese YouTube-Tour tatsächlich, wie gesagt, eventuell YouTube Germany, die Leute, die es gesehen haben bei Instagram, bin ich am Überlegen, im nächsten Jahr alle großen Auto-YouTuber zu besuchen, in ihren Hallen, in ihren Garagen und dort mal als Gast denen über die Schulter zu schauen, mal gucken, was die so machen und dort mal Einblick zu geben. Patrick, kann ich mich abschleppen? Warum? Auspuff liegt auf der Straße. Ja, dann krabbelt runter und schraubt nochmal fest. Ach so, ja, klar. Ich heb den hoch mit einem Arm, das Auto, ja. Und mit der anderen Arm. Mega, da ist ja 2 Meter Unterschied. Warum ist das so warm? Vom Auspuff noch? Oder bist du so ein heißer Boy? Fange ich jetzt an und bohr die aus oder schneid's ab? Abgeschnitten. Es musste unbedingt jetzt noch dieses Jahr unbedingt sein, weil wir unbedingt den Karton aus dem Wohnzimmer weghaben müssen. Weil der ja dort liegt und dort im Weg rumliegt. Die Auspuffanlage hatte ich im Wohnzimmer liegen und ich habe es dann meiner Frau noch so verkaufen können, von wegen, ja, ey, wegen Weihnachten, ne, ich lege mir das unter den Baum, ist ja mein Weihnachtsgeschenk. Hier, du, leg mir unter den Baum, hol mal eine Dichtung zum Schrauben. Und aber jetzt nach Weihnachten kann ich das leider nicht mehr so gut verkaufen, ne, dass es wegen Weihnachten ist. Schrubben. Konzentration. Hä, hey, Alter, wie ist denn das hier drin? Ah, das macht hier drin auf jeden Fall eine Kurve. Da seht ihr noch so ein bisschen diese, wo das zusammengepresst ist drin. Alter, krass. Okay, boah. Von hier sehen wir noch weniger. Mal gucken, wird schon laut sein. Wird schon passen. Also die Koppelstangen waren tatsächlich in Ordnung. Meint jetzt Patrick. Und da. Außerdem habe ich die Koppel nicht gewechselt und außerdem war das für heute nicht abgesprochen. Die sind noch in Ordnung. Aber nee, tatsächlich war jetzt wirklich nicht. Also, du hast ja richtig dran gehangen. Also, er hat wirklich dran rumgerüttelt und gemacht und getan. Mit den Koppelstangen mit ruhigem Gewissen fahren lassen. Dann bin ich ja froh, weil ich weiß, dass du dich eigentlich immer sehr um mich sorgst. Hallo, Lutz, was macht jetzt? So. Der Moment. Oh, da ist er doch. Oh nein, genau. Besser aber, ne? Ist lauter. Echt? Mach du mal.
Alter, sieht das geil aus! Geil, Alter! Boah, das ist ja vom Klang richtig geil. Also das hat jetzt diesen Honda, wie soll ich das erklären? Im höheren Drehzahlbereich macht das diesen Trompetenklang, so das Blecherne. Trompetenklang. So, und das macht tatsächlich einen riesen Unterschied. Und genau das wollte ich eigentlich haben, diesen Klang. Rum, rum, rum. Ich mach das vorne in den Müll. Ja, so ist auf jeden Fall jetzt mal Stand der Dinge. Also Freunde, das sieht erstmal sehr geil aus. Steht ja zu weit. Nee, das ist perfekt. Ich freue mich wie Bolle. Ultra geil. Klang brutal gut. Ich glaube, jetzt noch Renncut wäre mir tatsächlich, glaube ich, too much. Aber hilft ja alles nichts. Wenn man Leistung fahren will oder so, muss man mal gucken. So ist auf jeden Fall, ich bin mega zufrieden. Patrick, haben Sie sehr schön umgebaut. Schmeckt sehr, sehr gut. Freunde, ich würde einfach sagen, wir lassen das jetzt mal so stehen. So kann ich jetzt auch wirklich in den Jahreswechsel gehen. Ihr seht das Video im neuen Jahr. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Lasst ein Abo da, auf jeden Fall. Abonniert die Glocke, macht den Daumen nach oben und dann dürft ihr Patrick beim nächsten Mal auf jeden Fall die Glatze streicheln. Ich würde sagen, bleibt stabil, bis nächste Woche und ciao. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started and we ain't done yet. But a new crib, that's a guy.